KinoCast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Hallo, Kate. Hallo. Hallo, Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Ja, ich bin auch da, hier ist der Erik. Wir haben tolle Filme mitgebracht. Es beginnt mit der Sneak Preview der vergangenen Woche, Black Box. Ja, wer jetzt sofort denkt, so an, was weiß ich, Flugzeug und Ermittlungen und Blackbox finden und so. Nee, alles nicht. Aber worum es da geht, hört ihr später. Dann habe ich noch The Whale gesehen, den gibt es ja jetzt fürs Heimkino. Ticket ins Paradies und wir haben noch Paradies, nur ohne Ticket. Den gibt es auf Netflix, da hatte ich ja den Trailer letztens besprochen. Und bei den Serien Die Klasse von, nehmen wir an, 2007 oder 1907. 2007. Und, gut. Und das Finale von Secret Invasion, darf man auch nicht vergessen. Ich möchte nicht darüber reden, ich finde das so schlecht. Ich finde die ganze Serie, die hat so abgebaut. Wollen wir wirklich drüber reden? Na gut. Ja. Alles klar. Dann fang du mal an mit Black Box, das hat ungefähr die gleiche Qualität. Oh, nee. Da muss ich gleich mal widersprechen. Black Box, der. Fand's Black Box besser? Der neue Film von Asli Özge mit Luise Heyer, Felix Kramer, Christian Berkel, Timo Magomedgadgidzgev und Anne Ratepolle. Geht darum, wir sehen einen Innenhof. Da wird per Kran ein Baucontainer oder ein Bürocontainer ist es, so ein Glasding, reingehoben in den Innenhof, wo die neue Hausverwaltung drin sitzt oder ein Typ der Hausverwaltung, der dafür sorgen soll, der Herr Horn, der dafür sorgen soll, dass irgendwie das hier wohl abgerissen wird oder neu gebaut oder die ganzen Leute rausfliegen und weiß ich was, mit komischen Angeboten da auch irgendwie so, ja, das wirkt alles sehr dubios, also das Ganze so ein bisschen da verwalten soll. Und wie es halt in so einem deutschen Innenhof und Gebäudekomplex ist, gibt es ganz arg viele verschiedene Charaktere, die ganz arg viele verschiedene Geschichten haben und ganz arg viele verschiedene Agenten auf dem Plan haben. Und so ist es eben, dass es damit losgeht, dass der Herr Horn, der von der Firma kommt, erstmal mit einem Ei beworfen wird, weil man ja nicht genau weiß, was der will und man ist eh gegen die Hausverwaltung und alles doof. Und dann plötzlich ist die Polizei da, mehr oder weniger. Die rennt rein, stürmt das ganze Ding, sichert den ganzen Block ab und den ganzen Innenhof und die Bewohner sind quasi im Innenhof gefangen. Da haben wir zum Beispiel Henrike, die Luis Heyer verkörpert, die unbedingt zu einem Vorstellungsgespräch muss, das erste nach 6 Jahren. Ihr Mann will da irgendwie, dass er wieder rechtzeitig zurück ist, weil er muss auf den Kleinen aufpassen, aber er macht hier so nebenbei so ein bisschen Aktienhandel. Andere haben einen Termin bei der Dialyse und müssten eigentlich raus. Die Polizei lässt eigentlich niemanden raus. Ist alles ein bisschen sehr, sehr seltsam. Es spielt auch zu dieser Corona-Zeit noch, zur ziemlich abgeflachten Corona-Zeit auch schon, weil manche rennen dann auch noch mit Mundschutz rum und dann auch das Thema, oh Gott, bist du desinfiziert und oh Gott und hier und da und auch mit dem Handgeben und so, sind da ein bisschen Erinnerungen bei mir hochgekommen an diese Zeit. Und man findet dann in diesem Gebäudekomplex eine Leiche. Und die Person, wo da drin ist, wo die Leiche ist, die hat sich zuvor ein bisschen einfach Zutritt ins Gebäude verschafft, wird auf dem Dachboden gefunden. Aber man erfährt eigentlich nicht so viel darüber, warum und wie und weshalb. Und dann ist natürlich die Frage, was macht die wo als Iranerin wirkt im Haus, die wo nur Englisch spricht, wem gehört das blaue Auto vor der Türe und natürlich, wo kommen jetzt die Mülltonnen hin, welches Kind pinkelt immer irgendwo in irgendwelche Blumentöpfe und ja, es ist so eine Mischung aus Lockdown und Eingesperrtheit und absolute Unklarheit, was da abgeht.
Rassismus ist auch noch eine Spur mit drin, weil Hautfarben durchaus auch eine Rolle spielen. Katzen, die aus der Türkei kommen und keinen Impfpass haben. Was fällt mir noch ein zu dem Film? Nicht so arg viel. Er macht halt unheimlich viele Themenfelder auf, die aber größtenteils nicht behandelt werden. Ja. Und das halt, also wirklich, wie du sagst, ganz arg viele Themenfelder, ganz arg viel oberflächlich dabei. Und es ist halt immer dieses, eigentlich alles so eingesperrt sind und irgendwie raus wollen und keiner so Antworten kriegt und ich finde, da verfängt sich der Film so komplett, also wie es ausgeht, wer rauskommt, wer wie und was und warum die Polizei da ist und so, das verrate ich nicht, wüsste ich auch tatsächlich nicht, warum. Es werden Grundrechte eingeschränkt. Es erinnert schon vieles an diese Corona-Zeit, wie es manche auch gerne gesehen hätten oder gesehen haben, wie es sein soll. Es ist so von allem was. Es ist so einfach alles mal rein, alles zusammengemixt und dann mal gucken, was rauskommt. Für mich fehlt dem Film eigentlich ein roter Faden und auch eine gewisse Spannung. Ich habe mich echt durchgequält da teilweise. Weil ich auch die Verbindung von den Charakteren überhaupt nicht herstellen konnte. Das hat es extrem schwer gemacht zu erzählen. Ich weiß nicht. Ich glaube, man hört meine nicht vorhandene Begeisterung deutlich raus und kann nur sagen, es ging nicht nur mir so. Ja, also die Darsteller, die er jetzt für diesen Film gewonnen hat, die waren natürlich sehr, sehr gut. Also Luise Heyer, die kennt man zum Beispiel aus Dark. Felix Kramer kennt man aus Dark. Und Christian Berkel, den sieht man in sehr vielen deutschen Filmen, der ist eigentlich auch immer gut. Ja, und ich meine, wir hatten ja davon jetzt auch schon ein paar von den Schauspielern dieses Jahr. Ich erinnere nur an Alle wollen geliebt werden und sowas mit Anne Ratepolle. Aber ja. Tja. Aber es ist halt diese Situation in diesem Mietshaus, wo halt so eine Mietheuschrecke da, so eine Firma kommt, die das eigentlich alles irgendwie sanieren, also erstmal den Leuten selber zum Kauf anbieten, zu einem relativ hohen Preis und versuchen halt die anderen rauszukriegen und versuchen halt auch die Wohnung da zu verkaufen. Aber das ist irgendwie nicht so gefühlt die Hauptstory, weil das gerät irgendwie dann auch in den Hintergrund. Dann werden von jedem einzelnen Mieter da noch so diese Nebengeschichten aufgemacht, weil die eine Frau, die da, die Henrike, die dann ein Vorstellungsgespräch hat, die das aber nicht online machen kann, obwohl das jetzt die letzten Jahre in der Pandemie ging das alles, soll sie da hin und das klappt halt alles nicht. Und dann kommt sie halt doch wieder nach Hause zurück. Da ist ihr Mann mit einer Nachbarin zusammen. Sie kommt ja gar nicht weit weg von zu Hause. Also sie bleibt ja zu Hause. An der Tür quasi und dann ist quasi ihr Mann, der unterhält sich mit Madonna, der einer Nachbarin. Und das wirkt irgendwie alles sehr komisch. Und ach, naja. Weil ihr Name so schwer auszusprechen ist. Also alles sehr, es hat halt nicht so das Richtige, wie man das jetzt von solchen anderen Filmen kennt, die so zum Beispiel auf Theaterstücken basieren, die dann wirklich so ganz scharf satirisch formuliert sind und richtig gutes Drehbuch haben und wo dann auch so Überraschungen im Laufe des Films noch kommen. Ach so, ach das und jetzt, ach der hat das Geheimnis und deswegen ist das so gewesen oder so. Ist ja alles nicht, das plätschert alles die ganze Zeit so ein bisschen dahin. Sehen da mal hier, mal da, mal dort, dann ändert sich mal ein bisschen was und ja. Da tauchen auch wieder Charaktere auf, die ich gar nicht zuordnen konnte. Sehe da die Frau mit ihrem, mit der Katze, die war ja auch plötzlich da oder war die vorher schon mal da? Nee, die war vorher nicht da. Vielleicht war die auf dieser Mitgliederversammlung da oder nicht Mitglieder, Mieterversammlung. Vielleicht war die da irgendwo mal im Hintergrund zu sehen, aber ja, da kommen dann plötzlich Leute und dann, das sind auch so irrationale Szenen, also da wird jemand ins Ohr gebissen und der fällt dann halb ins Koma und so. Ja, also, das habe ich auch nicht verstanden. Das wollte ich zwar jetzt noch nicht ansprechen, aber irgendwie dachte ich, vielleicht habe ich es einfach irgendwas übersehen da, aber. Ja, also so, als hätte er einen Stich ins Herz oder einen Magen gekriegt mit einem Messer oder so. Und dann macht sich da der Krankenwagen übelst Gedanken, was da ist und müssen den halb ins künstliche Koma legen, damit ja nichts passiert. Ich meine, dem wurde ins Ohr gebissen. Ich weiß auch nicht.
Ja, wenn es wenigstens irgendeine treibende Geschichte gehabt hätte oder irgendwie so eine Allegorie oder ein Gleichnis auf irgendwas, was man, ja, aber dann noch 2 Stunden, das war auch so ein bisschen sehr lang, waren viele Szenen sehr lang gezogen. Am Anfang habe ich noch gedacht, okay, jetzt wird halt erstmal das Setting aufgebaut und dann, wenn dann das Eigentliche dann enthüllt wird, dann nimmt das richtig Fahrt auf, aber es war leider nicht so, das plätscherte die ganze Zeit nur so vor sich hin. Keine. Oh. Ja. Also ich weiß auch nicht. Wir waren ja beide nicht in der Sneak. Wir haben ja das freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von dem Filmverleiher, den Screener. Und ich glaube, Montagabend in der Sneak, nach dem Tag, den ich da hatte, das wäre bei mir überhaupt nicht gut angekommen. So konnte ich es wenigstens ein bisschen zu Hause. Ich habe es in zwei Teilen geschaut, ne? Hab da mal Pause gedrückt und erstmal was anderes gemacht und ich dachte, okay, das hat mich eigentlich bis jetzt nicht gehabt. Gucke ich das jetzt noch weiter oder gucke ich es nicht? Habe ich mir gedacht, komm, in der Sneak hättest du auch sitzen bleiben müssen und jetzt gucke ich das mal noch zu Ende. Vielleicht kommt da noch was Cooles und so. Aber kam nicht. Ja. Kam nicht, leider. Deswegen von dir die relativ abstrafende Wertung von 2 Punkten von 10. Ja, ich gebe noch 4 Punkte, weil mir die Darsteller ganz gut gefallen haben und manche Szenen waren echt ganz gut gedreht, aber das Drehbuch war nicht besonders und viele andere Sachen halt auch nicht zu lang. Deswegen leider nur 4 Punkte. Wie sieht es in unserer Gruppe aus? Was haben die anderen geschrieben? Das ist auch eher überschaubar. Quasi auch in der unteren Punktehälfte. Was bei dem Film ja, kann man ja auch erwähnen, ein bisschen kurios ist, weil der kommt wohl im Feuilleton und bei diversen Filmwebseiten ganz gut an. Also ich sehe jetzt hier Filmstartsredaktion, die ergeben 4 von 5 Sternen, würde ja quasi 8 Punkte entsprechen. Dann, wenn man so ein bisschen überfliegt, so das Internet, die Wertung ist eigentlich ganz gut. Also IMDb, gut, da haben jetzt erst 24 Leute abgestimmt, aber da hat er auch 6,7 von 10. Vielleicht sind wir da die Einzigen, die den nicht kapieren oder irgendwas. Oder wir sehen da irgendwas nicht, was andere sehen. Das kann gut sein. Deswegen lasst ruhig mal einen Kommentar da auf kinocast.net und schreibt uns mal, was da an dem Film so besonders ist, was uns vielleicht entgangen ist. Ansonsten hier auch in der Gloria-Sneak-Gruppe alles eher im unteren Feld. Sogar ein paar Mal 0 Punkte vergeben hier. Und ja. Einer hat sogar, nicht so an. Einer hat sogar sehr gefragt, beliebt war er auch nicht. Wer da die Filme überhaupt aussucht, ja. Aber ja, gut, da kann das Kino am wenigsten dafür. Hätte ja gut sein können. Ich meine, die Darsteller, wenn ich jetzt im Kino den Film angeboten bekomme und ich glaube, der Trailer, den hatte ich auch schon mal gesehen, der sah gut aus. Ja, aber vielleicht sagen wir noch dazu, es gab 5 mal 0 Punkte und 6 mal 1 Punkt. Okay, so detailliert habe ich es gerade nicht. Aber ja, ja, aber ich habe es gerade. Ja, mal. Gut. Krass. Das ist schon eine klare Ansage, denke ich. Ja, aber das ist komisch, dass das dann bei den ganzen, bei der Presse doch relativ gut ankommt, der Film, und hier halt eher weniger. Aber wie gesagt, der Trailer sah gut aus und wenn du da im Kino den angeboten bekommst, die Darsteller, Trailer, denkst du, ja, vielleicht ein ganz stabiler Film, aber naja, vielleicht nichts für das Sneak Preview. Vielleicht, wenn man aktiv reingeht, wenn man weiß, was einen erwartet. Dann vielleicht eher. Naja. Wie lautet denn der Tipp für morgen? Und sind da schon irgendwelche Hinweise eingegangen? Der Tipp lautet: Die Chance deines Lebens. Und es gibt einen Tipp. Und wenn dieser Tipp wahr wird, dann bin ich ganz, ganz, ganz neidisch. Erik, du tippst, dass Gran Turismo kommt. Und du bist da neidisch. Du hast den Trailer schon mal gesehen, ja? Ich finde, der Trailer sieht eigentlich ziemlich cool aus. Hä? Ja, um Himmels Willen. Ich würde den Film gern sehen. Das sieht so nach Schläferz aus, ey. Das ist, ich würde den total gerne sehen. Der ist bestimmt total dämlich, der. Also, ja, gut. Vielleicht kommt er ja morgen, dann können wir nächste Woche da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber der Trailer, der sieht nicht gut aus. Also die Rennszenen vielleicht, aber so dieses ganze Drumherum mit den Kids und so, die dann trainiert werden da von diesem Typen. Und der treibt die dann an, wie so ein Drill-Instructor. Ja, wir werden sehen. Schauen wir mal lieber, was neu anläuft und was so in den Charts ist. Kino, Charts und Neustarts.
So, in den Charts auf Platz Nummer 6 ist Elemental in Stuttgart, Stuttgarter Innenstadt-Kino-Charts diesmal wieder. Auf Platz Nummer 5 Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Dann Platz 4 ist Miraculous, Ladybug und Cat Noir. Platz Nummer 3 Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Mhm. Platz 2 Oppenheimer. Platz 1 Hey Barbie. Sehr schön. Hey Ken. Läuft immer gut. Und mal gucken, ob gut da jetzt irgendwas anläuft, was dem vielleicht das Wasser abgräbt. Am 3. August läuft an Mac 2, die Tiefe. Der zweite Teil mit Jason Statham. Das ist was für dich, ne? Also sieht der Trailer scheiße aus. Da sieht der Trailer auch dämlich aus, genau, aber das ist ja hier gewollt. Bei dem anderen, die meint es halt ernst, ne? Die meint es halt ernst und der sieht dämlich aus. Nein, finde ich. Und der nächste Überraschungshit, würde ich mal sagen, ich habe nur Positives gehört von denen, die es jetzt schon gesehen haben. Chris? Bin ich auch mal gespannt, hey. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Die Ninja Turtles Brüder kehren zurück in die Menschenwelt und auf die große Leinwand, um sich einer Armee von Mutanten entgegenzustellen und endlich das Herz der New Yorker zu erobern. Das ist so ein ganz spezieller Animationsstil, fast so ein bisschen in die Richtung von diesem Spider-Man-Animationsfilm hier. New Universe und so. Und ich habe bis jetzt nur Gutes gehört aus meiner Bubble. Da waren manche sogar dabei, die durften eigentlich noch nicht drüber reden und so, wegen Sperrfrist, aber die haben schon gesagt, ey, richtig gut. Ja, genau, haben jetzt noch keine Details genannt, aber. Bin gespannt, ich bin ein Turtles-Fan. Also. Ja, kann damit durchaus auch was anfangen. Ich habe die ganzen Serien immer geguckt damals. Irgendwann früh auf RTL oder wann das kam. Ja. Dann Im Herzen jung, ein französisches Drama mit Fanny Ardant über eine außergewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer älteren Frau und einem jüngeren Mann. Oh. Dann läuft noch an Ernest und Celestine, die Reise ins Land der Musik. Ein Kinder- und Familienfilm, französischer Animationsfilm über das musikalische Duo, den Bären Ernest und die Maus Celestine. Welcome Venice. Italienisches Drama über zwei Brüder im Konflikt über die Umgestaltung der venezianischen Lagune, die die Identität der Stadt und ihrer Bewohner drastisch verändert hat. Nachtkatzen startet ebenfalls. Ein experimenteller Schweizer Film, in dem das Verschwinden eines Regisseurs für viele seltsame Wendungen sorgt. Klingt dramatisch. Geschlechterkampf, das Ende des Patriarchats. Deutsches Drama über eine 42-jährige Schauspielerin, die aufgrund ihres fortschreitenden Alters und als Frau an die Grenzen der patriarchalen Gesellschaft stößt. So, und das war's, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, ja. Also die Kurzbeschreibung kommt von kino.de. Vielen Dank und ja, genau. So, naja, die Charts haben wir. Mal gucken, was hier so eigentlich bei den Streaming-Charts, das, was da in Deutschland so los ist. Mal gucken, da irgendwas Cooles dabei ist, was uns jetzt vielleicht noch entgangen ist. Platz 1 auf Netflix ist Hidden Strike, ein Film. Okay. Und bei Serien Netflix The Witcher. Okay. Naja. Also, was haben wir denn? Innenstadtkinos News gibt es, glaube ich, diesmal nicht, sonstige auch nicht. Dann geht's mal los mit The Whale. The Whale. Oscar prämiert Brandon Fraser, beste Hauptrolle. Und den Film habe ich mir jetzt mal im Heimkino gegeben. Wobei ich festgestellt habe, Heimkino war soweit okay, weil ich glaube, im Kino hätten wir den nicht gucken müssen, weil der ist so im 4:3 Format. Da braucht es gar keine richtig große Leinwand. Und Darren Aronofsky, der Regisseur, der hat ja immer gerne so ein bisschen, macht das immer ein bisschen gern so irgendwie speziell, so seinen ganzen Dreh und so. Wir lernen Brandon Fraser kennen, der bei sich zu Hause sitzt und mehr oder weniger über Zoom oder irgend sowas, so eine Software halt oder Teams, seine Schüler unterrichtet. Er ist Englischprofessor an einer Universität, so einer Online-Universität. Und er hat aber selber die Webcam nur abgeschaltet. Also er sagt dann auch immer, ja, meine Webcam ist kaputt, ich habe sie noch nicht repariert. Ich muss heute wieder ohne Webcam die Unterrichtsstunde machen, was für alle okay ist. Und was die Schüler nicht wissen, dass er eben extrem fettleibig ist, was man ja auch schon weiß, wenn man jetzt sich mit dem Film ein bisschen beschäftigt hat, irgendwas gehört hat. Er wiegt irgendwie fast 300 Kilogramm, der kann das Haus nicht mehr verlassen.
Der hat eine Pflegerin, seine beste Freundin Liz, gespielt von Hong Chau. Und sie ist auch irgendwie, ich glaube, Krankenschwester oder sowas. Also sie hat auch immer, sie untersucht ihn auch immer und rät ihm auch, er soll mal ins Krankenhaus gehen, weil sein Herz, das macht das alles nicht mehr mit, diese Anstrengung und so. Und er sagt aber, ja, er hat keine Krankenversicherung, kann deswegen nicht gehen und er hätte kein Geld und muss deswegen zu Hause bleiben. Aber sie sagt dann halt auch, ja, wenn du das jetzt nicht machst, dann hast du nicht mehr lange zu leben. Und eines Tages kommt seine Tochter Ellie zu Besuch. Die hat er seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. Und weil er hat sich damals von seiner Frau getrennt, weil er, Achtung, mit einem Schüler zusammengekommen ist, mit dem er dann einige Jahre zusammen war. Da hat er sich von seiner Frau scheiden lassen. Und deswegen hat sich das so alles entzweit. Also die Mutter wollte jetzt, oder die, seine Ex-Frau, die wollte halt gar nichts mehr von ihm wissen. Und die Tochter, die hat ihm das auch nie so richtig verziehen, dass er sich einfach verlassen hat. Und ja, genau, sie kommt halt dann mal wieder zu ihm und die nähern sich dann so ein bisschen an. Sie findet ihn natürlich total ekelhaft. Sie sagt das dann auch mehrfach mit seiner ganzen Art. Die Wohnung ist natürlich auch nicht sehr sauber und ja, weil er kann ja auch nichts machen. Er sitzt ja einfach nur da und kann sich da immer nur, später kriegt er einen Rollstuhl, da kann er halt ein bisschen umherfahren dann. Aber sonst, ja, er soll seine Tochter halt unterrichten, weil die in diesen Schulfächern, die er auch unterrichtet, ein bisschen auf der Kippe steht. Und das stellt sich als sehr schwierig dar. Zusätzlich kommt noch ein junger Mann bei ihm an die Tür. Das gibt es ja in den USA noch viel häufiger. Bei mir war es witzigerweise gestern auch. Gestern standen bei mir Zeugen Jehovas vor der Tür. So ungefähr ist das auch in dem Film. Da steht ein junger Mann vor der Tür. Und auch mit so einer religiösen Botschaft, das ist ja in den USA noch viel häufiger. Und der hilft ihm dann ein bisschen im Haushalt bei ein paar Sachen und versucht ihn immer so ein bisschen zu bekehren und so. Und das Ganze ist halt so diese Gemengelage, ihm geht's so schlecht, es wird auch nicht besser. Mit seiner Tochter das ganze Thema, dann mit ihm, der da irgendwie plötzlich da ist, dann mit seiner besten Freundin Liz, die sich um ihn kümmert. Und das Ganze hat jetzt nicht so die riesige Story, sage ich jetzt mal. Das lebt halt wirklich von den Konflikten der einzelnen Personen miteinander, die dann besprochen werden, von der ganzen Situation, in der er steckt. Und natürlich auch ganz klar das Schauspiel von Brendan Fraser, was einfach überragend ist, absolut überragend. Man kann es nicht anders sagen. Kein Wunder, dass er dafür einen Oscar bekommen hat und ich kann es auch absolut empfehlen, den Film. Ich will jetzt nicht noch zu viel verraten, in welche Richtung das da noch geht und was da so passiert und es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz toller, empfehlenswerter Film, deswegen von mir 9 Punkte für The Whale. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Kate zu Paradies sagt und ich habe später noch ein Ticket dafür, mal gucken. Ja, ich glaube, wir entfernen uns da sehr weit voneinander bei den beiden Filmen. Paradies, du hast vor kurzem in unseren Gruppenchat bei WhatsApp den Trailer dazu reingestellt und hast mich da erstmal auf die Fährte gebracht. Paradies ist ein deutscher Film, der jetzt auf Netflix gestartet ist. Und kurz, ganz kurz, ich kann mir sonst nämlich nicht merken, wie die alle heißen. Der Hauptdarsteller wird gespielt von Kostja Ullmann, den kennt man, glaube ich, oder? Ja. Ja, genau. Seine Frau wird gespielt von Marlene Tantschik, also unter anderem von ihr gespielt. Das erkläre ich gleich noch, warum unter anderem. Und dann hat auch noch die gute, ich glaube, wie heißt sie? Iris Berben? Nee, wie heißt sie denn? Irgendjemand hat noch einen ganz bekannten Gastauftritt. Ich glaube, Iris Berben war da mit drin im Film. Ist, glaube ich, Iris Berben. Wenn ich mich an den Trailer erinnere. Ja, die kommen aber auch nur kurz vor. Das kann ich auch erklären, warum. In Paradies geht es um ein Sci-Fi-Film. Es spielt also in der Zukunft. Die Welt hat sich verändert. Es gibt viele neue medizinische Errungenschaften. Unter anderem der Transfer von Lebenszeit. Bedeutet, man kann als zum Beispiel junger Mensch sagen, ich
transferiere 10 Jahre meines Lebens oder spende 10 Jahre meines Lebens für einen hohen Bankkredit. Ja. Bedeutet, man kommt auf so ein, zu dieser Firma, die das macht. Die heißen Aion und so ein Biotech-Startup mal gewesen. Und die entziehen mir quasi die Lebenszeit und ich werde dann auch älter dementsprechend und bekomme dann meinen Kredit oder was auch immer. Ja. Bedeutet aber auch, dass man das zum Beispiel als Strafe bekommen kann. Also man wird zum Beispiel, man verstößt gegen das Gesetz oder man kann eine Hypothek nicht mehr bezahlen und hat dann als Sicherheit eben Lebenszeit zum Beispiel hinterlegt. Und genau das passiert hier. Max und seine Frau geraten in Probleme, indem ihre Wohnung abbrennt und der Bankkredit muss sofort zurückbezahlt werden, weil es sich um einen fahrlässigen Unfall handelt. Und dumm dabei ist halt, dass seine Frau Lebenszeit hinterlegt hat als Sicherheit. Und zwar nicht gerade wenig in der Höhe von dem Kredit. Und so ist es dann, dass seiner Frau 40 Jahre Lebenszeit genommen werden. Das heißt, der Anfang 30-Jährige und seine Frau sind plötzlich der Anfang 30-Jährige und seine alte Frau. Und das Ganze kommt ihm alles nicht ganz rechtens vor und er versucht, diese Ungerechtigkeit in seinen Augen wieder gut zu machen und versucht, seiner Frau diese Lebenszeit zurückzuholen in irgendeiner Form. Problem an der ganzen Sache ist, dass er selber für Aion arbeitet. Er ist so quasi ein Verkäufer, einer, der rumläuft und wie so ein Handelsvertreter. Ja? Der geht hin und bietet den Leuten entsprechende Deals an, damit sie ihre Lebenszeit spenden und dafür was kriegen. Zum Beispiel gibt es riesige Flüchtlingslager, also wirklich, also wir reden hier nicht mehr von Lagern, das sind fast schon Städte in der Größe von einer Stadt, wo die Leute in kleinen Behausungen wohnen, von irgendwo geflohen sind oder eben kein Geld mehr haben und dann dorthin fliehen müssen. Und da sind zum Beispiel welche dabei, wo er dann hingeht und sagt, hey, junger Mann, wenn du jetzt 10 Jahre deines Lebens oder 15 Jahre deines Lebens spendest, bekommst du so und so viel Geld. Und dann kann dein Vater sich den Laden kaufen, den er unbedingt eröffnen möchte. Oder ihr kommt halt hier aus diesem Lager raus, könnt euch was Gutes leisten. Und 15 Jahre in dem Fall waren 700.000 Euro. Also man kann sich ungefähr ausrechnen, was so ein Jahr dann wert ist. Ne? Warum machen die das? Ja, ganz einfach, weil die brauchen diese Jahre die Jahre sollen gespendet werden an Mediziner, Physiker, Doktoren, alle, die irgendwie der Wissenschaft dienen, kriegen diese Jahre dann gespendet, um jung zu bleiben, um weiter forschen zu können. Mit dem Gedanken, was wäre zum Beispiel, wenn Marie Curie nicht gestorben wäre? Was wäre, wenn der und der Forscher nicht so früh gestorben wäre? Was hätten die alle noch erreichen können? Und natürlich die Reichen und Schönen kaufen sich dann junge Lebenszeit, um jung zu bleiben. Also das ist alles nicht alles Gold, was glänzt in dieser ganzen Geschichte. Und Max versucht, wie gesagt, das dann die Jahre seiner Frau zurückzuholen in irgendeiner Form und Weise. Natürlich verrate ich nicht, wie und warum und weshalb. So genau, aber er begibt sich dann eben auch auf illegale Wege. Und das wiederum führt ihn auf einen ganz anderen Lebensweg, um das mal so vorauszusagen. Genauer möchte ich gar nicht drauf eingehen. Ich finde es grundsätzlich ist ein ziemlich cooler Film. Also mir hat er ganz gut gefallen. Er erinnert mich allerdings sehr an Time mit Justin Timberlake. Da ist es halt die Zeit, die abläuft, die einem genommen wird. Und hier ist es halt tatsächlich Lebenszeit und was halt auch mit körperlichem Alter dann zu tun hat. Ich kann ihn empfehlen. Auf Netflix verfügbar, glaube ich, seit Freitag. Mir hat er Spaß gemacht. Punktetechnisch so 7,5, 8 würde ich sagen.
weil er hat mich schon unterhalten. Dafür, dass es ein deutscher Film war. Ja, klingt schon ganz gut. Ganz gut, ja. Klingt gut. Auch wie gesagt, bildtechnisch gut gemacht, gut produziert. Nicht jeder der Schauspieler ist natürlich das Gelbe vom Ei. Ja, also es gibt auch welche, die sind so ein bisschen Aber ansonsten, da zieht man einfach drüber hinweg, weil die eh nicht lang vorkommen. Und ja, macht eigentlich ganz, ganz gern Spaß zu gucken. Mhm. Klingt ganz gut, ja. Mhm. Ja, Ticket ins Paradies ist natürlich gar nicht so in die Richtung. Ist ein Film mit George Clooney und Julia Roberts und in einer weiteren Hauptrolle sehen wir Caitlin Dever, heißt sie. Die kennen wir zum Beispiel aus Booksmart, da hatten wir eine Sneak Preview gehabt und die hat auch bei in dieser Pharma-Serie Dopesick hat sie mitgespielt, da war sie die junge Frau, die dann genau, so richtig gute Schauspielerin. Mhm. Ja. Und am Anfang hat sie ihren Uni-Abschluss und da kommen George Clooney und ich denke es hier. Julia Roberts. Ja, Julia Roberts, genau. Wie heißen die eigentlich in der Rolle? David und Georgia, genau. David und Georgia kommen da zusammen, weil die sind schon die ganze Zeit nicht mehr zusammen. Also sie kommen aber dort nochmal zusammen für die Tochter, um da eben mal das zu feiern. Und die Tochter will dann einen Ausflug machen. Nach der Graduierung will sie nach Bali mit ihren Freundinnen. Und sie, George Clooney und Julia Roberts, die bringen sie noch zum Flughafen. Die Tochter fliegt dann weg. Und das Nächste, was sie von ihr hören, ist: Ja, ich habe mich hier verliebt, ich will heiraten. So, sie hat da dort jemanden kennengelernt. Und jetzt hat sie natürlich gerade ihren Abschluss gemacht an der Uni und die beiden hatten eigentlich schon für sie ein bisschen was vorgehabt, was sie dann machen soll. Sie hat Jura studiert, also weil sie so nicht gerade ein einfacher Studiengang und auch in den USA auch nicht gerade ein günstiger Studiengang. Also wenn da die Eltern ein bisschen was investieren in die Tochter, damit die irgendwie einen guten Job hat und haben auch schon irgendwas organisiert, dass sie dann irgendwie, wenn sie zurückkommt von Bali, dass sie dann in so einer Anwaltskanzlei schon mal anfangen kann und sich da vielleicht hocharbeiten kann. Also alles schon gesettelt. Aber sie schreibt halt, nee, ich bleib hier, ich habe mich hier verliebt, ich heirate und so weiter. Schrillen natürlich alle Alarmglocken bei George Clooney und Julia Roberts. Und sie fliegen halt hin nach Bali, um dort zu sehen, um dort das Ganze irgendwie ein bisschen zu torpedieren, oder wollen ihr ein bisschen ins Gewissen reden und machen sich natürlich vorher aus, obwohl sie sich eigentlich gar nicht mehr so richtig leiden können, dass sie jetzt hier dafür nochmal zusammenarbeiten und für das Ziel quasi, dass die Tochter wieder zurückkommt, dass sie diese Flausen im Kopf dann sein lässt und so. Und das Ganze ist sowas von lustig, hätte ich auch nicht gedacht. Das Ganze ist wirklich ein schöner, runder Feel-Good-Film, extrem lustig und man sieht auch, wie viel Spaß George Clooney und Julia Roberts bei den Dreharbeiten hatten. Die haben auch beide mitproduziert. Da gibt es dann am Schluss bei den Schriften dann jede Menge so Outtakes und so zusätzliches Material, wo du einfach siehst, ey, die hatten so einen Spaß bei den ganzen Drehs. Und das kommt auch die ganze Zeit im Film rüber. Also es ist wirklich ein toller Film. Schön gedreht auch, tolle Bilder, gut geschrieben. Macht einfach Spaß von vorne bis hinten. Ist jetzt nicht so, dass da so irgendwelche peinlichen Sachen oder so, was ja manchmal bei anderen Filmen drin ist oder irgendwelche, wo du denkst, ach nee, das jetzt bitte nicht, sondern ist wirklich ein schöner, runder Film, sehr lustig und positiv und ich kann ihn empfehlen. Also Ticket ins Paradies heißt der, den gibt es auf diversen Streaming-Services verfügbar, könnt ihr euch da klicken. Und von mir kriegt der 7 Punkte. Klingt auch sehr gut. Was hattest du bei Paradies gegeben? Ah, ich bin mir so unsicher. Willst du mal noch eintragen? 7,5. 7,5, okay, ich trage es mal noch ein, sonst frage ich nachher wieder. Alles klar, ja. Dann kommen wir mal zu den Serien. Der Chris ist so verhältnismäßig ruhig, den müssen wir mal langsam wieder reinholen. Der darf jetzt mal. Serien. Chris. Man lernt einfach, weil man seine Schnauze halten sollte. Und ich habe ein paar Minuten von Paradies gesehen und habe dumme Fragen gestellt und habe auf den Finger gekriegt. Deswegen bin ich da lieber ruhig. Ach, dann habe ich dir den Finger gezeigt.
Nein, auf die Finger bekommen habe ich. Ach so, auf die Finger bekommen. Hast du gefragt, warum will er nicht mit der Milf zusammenbleiben oder was? Ja, genau das. Ich habe mir hier auch jetzt gerade schon anhören dürfen, was, darum möchtest du reden, ganz am Anfang der Sendung, hat man es vielleicht auch noch vernommen. Ja, ich möchte tatsächlich über das Staffelfinale, über die erste Staffel von Secret Invasion ganz kurz sprechen. Weil Spoilerwarnung, oder? Ja. Achtung, Spoilerwarnung. Okay, auf geht's. Weil es ja ein eher seltsames Ende ist, das sehr, sehr viele Fragen offen lässt. Wir wissen ja, dass Nick Fury kämpfen muss oder den Kampf aufnimmt gegen böse Untergrundorganisationen, die es da gibt, die sich da gebildet haben mit den Skrulls. Und wie im blauen Blub, das ist ja schon alles. Und dass es Super Skrulls gibt, haben wir auch kennengelernt. Und jetzt ist in der letzten Folge relativ viel Action, weil es einen Angriff gibt auf den Präsidenten. Ein weiterer Charakter überlebt die Serie nicht. Dafür gibt es mit Gaia einen neuen Super-Duper-Helden. Und ja, ganz arg viele Sachen, wo ich hier lese, ist schlechteste Marvel-Serie aller Zeiten, nicht ohne Grund, die schlechteste Zeitverschwendung und was weiß ich. Und ich würde da mal noch ein bisschen abwarten mit dem endgültigen Urteil, weil am Ende spricht ja der amtierende Präsident aus, dass alle Aliens auf der Erde jetzt Feinde sind. Also nicht nur, klar, Gaias Superkräfte reißen natürlich ein Riesenloch da jetzt rein, was die alles kann und was die alles drin hat. Und eben diese Aussage, dass alle auf der Erde befindlichen Aliens Feinde sind, ist was, wo bürgerkriegsähnliche Zustände auslöst auf der Welt. Und da gibt es einige Fragen für mich. Das heißt zum Beispiel, Rocket und Groot dürfen die Erde nicht mehr besuchen. Was machen die ganzen Asgardianer in New Asgard und so? Das sind so ein paar Fragen, die ich mir da gestellt habe. Und dann natürlich auch, wie geht das Ganze generell noch weiter? Weil wir wissen ja auch, es kommt demnächst, glaube doch dieses Jahr sogar, ne, kommt im Oktober ein neuer Captain America Film. und da gibt es ja einen neuen Präsidenten. Weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Nee. Okay, da spielt ein neuer Mr. President mit, und zwar Harrison Ford ist da Mr. der Präsident. Mr. President. Ja. Okay. Und ja, ich weiß jetzt auch nicht so genau, wie das alles so zusammen... Warte mal, Harrison Ford spielt einen Präsidenten? Ja. Krass. Kennen wir schon, ne? Haben wir schon mal gehört. Air Force One. Ja, ich sag ja, haben wir schon mal irgendwo gehört. Aber trotzdem, und insgesamt, ich fand Secret Invasion ja jetzt auch nicht die allerbeste Serie. Es war cool gemacht, es war ganz nett erzählt auch. Ich bin froh, dass ich es zu Ende geguckt habe. Und keine Ahnung, wie es wirklich da weitergeht. Es ist so, es ist kein Lückenfüller und es ist auch kein wirklicher Brückenbauer im Augenblick für mich. Es ist eher ganz arg vieles, mal wieder mit dem Arsch einzureißen, was man aufgebaut hat. Und ich bin da wirklich noch ein wenig unschlüssig, was das alles angeht. Also ich fand, da war ja schon vor ein paar Folgen irgendwie, fing es mit der drittletzten Folge an, wo ich schon so dachte so, boah, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so gut irgendwie. Es fing ganz, ganz gut und spannend an. Und ich glaube, die Qualität des Drehbuchs lässt über die Staffel erheblich nach. Und auch die Regie, fand ich. Das ist ja auch, glaube ich, während Corona gedreht worden, während diverser Lockdowns und so. Vielleicht hat es da irgendwo gehagelt oder irgendwas, dass das nicht so konsistent durch ist wie manche andere Serien. Und es hat mir dann einfach wirklich nicht mehr gefallen. Ich habe mich nicht mehr drauf gefreut, wenn die neue Folge da war. Ich habe es natürlich geguckt, um zu sehen, wie es weitergeht und so. Aber die vorletzte Folge hat mich dann eigentlich schon fast komplett verloren gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt kommt noch eine, die guckst du halt auch noch. Und da habe ich gedacht, okay, nee, ist einfach nichts für mich. Ist halt immer Geschmackssache sowas. Und das hat mir halt dann irgendwann nicht mehr gefallen.
Das ist ja voll okay. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo man es einordnen muss, deswegen. Ich fand es halt schade, aber ich dachte so. Darf ich auch noch meinen Satz dazu nehmen? Ja klar, hau doch rein. Ich verstehe beide Seiten von euch. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan dieser Serie. Also ich finde, es gab schon schlechtere Marvel-Serien, wie zum Beispiel Miss Marvel. Die Serie habe ich nicht mal zu Ende geguckt. aber das ist ja auch immer wieder Geschmackssache. Ja? Ich finde es halt extrem schwierig, weil es kommt ein Film, der heißt The Marvels, also wo dann Miss Marvel und Captain Marvel und die andere zusammenspielen. Und wo spielt denn da jetzt Kaya mit rein? Weil im Endeffekt hat Kaya jetzt alle Kräfte vereint, auch die von den Bösen, müssen wir mal bitte dazu erwähnen. Ja? Da sind ja nicht nur die Avengers-Kräfte in ihr vereint. Ja? Und das finde ich irgendwie ein Tick zu heftig und ein Tick zu viel. Ich mag die Schauspielerin, ich vergötter die ehrlich gesagt, die ist so gut. Und ich finde es auch cool, dass die jetzt im MCU mit drin hängt und so. Aber ich glaube, dass das ein Tick zu weit geht mit diesem Kombinieren von Kräften in ein und derselben Person. Schauen wir mal, wie das weitergeht, aber schwierig. Und grundsätzlich finde ich diese Skrull-Thematik, dass die da unter uns, unter den Menschen leben und hier den Rhodey, da weiß man ja gar nicht so genau, wie lang der Rhodey jetzt schon ersetzt wurde durch ein Skrull, eine Skrull-Kopie. Und es wird ja nur gesagt, er war sehr lang in Gefangenschaft, wo ich mir denke so, Kinder. Also ich fand es ja schon schwierig, die Guardians mit reinzunehmen in das Ganze, dass das alles jetzt in einem vereint ist. Und jetzt noch diese ganze Scroll-Geschichte. Vielleicht nimmt es langsam ein bisschen Überhand. Aber mal gucken, wenn sie es gut verarbeiten und sich treu bleiben, okay, aber schwierig. Aber ich finde die Serie trotzdem gut gemacht. Naja, ich weiß auch nicht. Also diese vierte Phase von dem MCU war jetzt nicht die beste. Muss man so sagen. Ja. Also mit She-Hulk, mit Miss Marvel. She-Hulk fand ich aber ganz cool. Ja, ganz, cool. Ganz nett. Mit Miss Marvel, mit dem jetzt Eternals. Ja, könnt ihr euch noch an Eternals? Eternals war, ja. Und was jetzt Eternals, da wurde so viel aufgebaut, das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also, ja. Und lauter so eine Sachen. Ja, es gab natürlich ein paar geile Sachen wie Guardians of the Galaxy Holiday Special und solche Geschichten. Ich fand ja Thor Love and Thunder auch sehr geil, aber da gibt es ja auch geteilte Meinung. Aber ja, ich fand ihn gut. Ich habe den auch nochmal geguckt. Ja, ich hoffe mal, dass er jetzt irgendwie wirkt das alles so zerfasert, als das, was eigentlich das MCU am Anfang ausgemacht hat, dass du das Gefühl hattest, dass da ein größerer Plan drin ist. Dass, wenn du hast einen Film geguckt, da gab es ein paar Querverweise, die sind in einem anderen Film wieder aufgegriffen worden und umgekehrt. Und es führte alles zu eben diesen Avengers-Filmen. Und du hattest halt das Gefühl, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht, ne? Und das habe ich halt jetzt hier bei denen überhaupt nicht. Da werden zig, das ist wie bei Blackbox, da werden zig Töpfe aufgemacht, zig Geschichten erzählt, aber irgendwie hast du das Gefühl, ja, ist alles ganz okay und ganz nett, aber wo führt das hin? Was soll das? Gib mir doch wenigstens mal irgendeinen Hinweis, ne? Ja, schwierig auf jeden Fall. Also wie gesagt, für die endgültige Beurteilung bleibe ich bei, warten wir mal noch ab, was noch kommt, wie sich es dann im Endeffekt einfügt und wofür es ganz gut war. Sollte da nicht so viel Gutes kommen, dann schwierig. Aber eins will ich noch sagen, bei dem letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, habe ich doch gemeint, dass ich das Gefühl habe, zu wissen, warum, wie heißt er? Wie heißt er? Hier mit seiner Augenklappe? Nick Fury. Ja, Nick Fury so schlecht drauf ist. Und es wurde jetzt, also meine Theorie wurde bestätigt, ich nenne es den Buffy-Effekt, dass er eigentlich ganz zufrieden damit war, tot zu sein. Weil er hat ja gesagt, dass sein letzter Gedanke war, als er sich aufgelöst hat, dass er eigentlich zufrieden damit war, weil er nicht mehr diese ganze Verantwortung hatte, nicht mehr ständig kämpfen musste. Und
Das war auch mein Gedanke. Vielleicht war er einfach gerne tot und war dann enttäuscht, als er wieder plötzlich da war und wieder arbeiten musste und wieder kämpfen musste und wieder alles zusammenhalten musste und wieder die Welt retten musste. Und ich finde es ehrlich gesagt cool, dass meine Theorie oder mein Gedanke, den ich dazu hatte, jetzt tatsächlich bestätigt wurde. Hm. Hattet ihr darüber nachgedacht, warum er so grumpy ist? Nö. Der war ja immer schon nicht gerade eine frohe Natur. Ja, eben. Ja. Okay. Aber warum? Sag's uns. Er hat's ja doch gerade gesagt, weil er eigentlich froh war, dass er hier bei dem Blip aufgelöst wurde. Und da hat er in seinem letzten Gedanken hat er noch gesagt, ja, ist alles okay. Und dann haben sie ihn wiedergeholt und jetzt muss er die Scheiße weitermachen. Ich habe gerade, muss gerade zu Kreuz kriechen. Ich habe gesehen, die Serie, die wir gerade besprechen, gehört eigentlich zu Phase 5, nicht mehr zu Phase 4. Ach schon. Ja. Genauso wie Loki Staffel 2, die jetzt auch angekündigt wurde. Ja, in zwei Wochen ist was. Genau, kommt jetzt bald. Yay! Oder drei Wochen, also jetzt sind bald. Dann gibt es noch eine Serie, die heißt Echo oder Echo, Ironheart. Dann gibt es noch Agatha. Doppelpunkt Coven of Chaos. Dann gibt es eine Daredevil-Serie. Dann gibt es eine Armor Wars-Serie und eine Spider-Man Freshman Year-Serie. Die gehören alle mit zu Phase 5. Prima. Okay. Und bei den Filmen, ja, gut. Phase 5, Ant-Man and the Wasp, Quantumania, Guardians of the Galaxy Volume 3, dann The Marvels, dann Blade, Captain America, New World Order und Thunderbolts. Das sind die Filme in Phase 5. Hm. Ja, vielleicht sind es auch zu viele Serien irgendwie. Am Anfang, weißt du noch, wo das losging, so mit dem Iron Man-Film und so, und da gab es ja noch, und Thor und so, da gab es noch nicht diese ganzen Serien, in diesem, die auch noch mit relevant sind, weißt du? Du musst jetzt nicht nur die Filme alle gucken, um da am Ball zu bleiben, sondern du musst jetzt auch noch mal irgendwie 10 Stunden Serie noch gucken, damit du da ja nichts verpasst und so. Das ist alles etwas viel geworden. Ich meine, man hat ja auch nur begrenzt Zeit für sowas. Ja, aber du musst auch überlegen, wir fordern das doch. Also ich fordere das nicht. Nein, du persönlich nicht, aber viele fordern das. Viele wollen doch diesen Meinst ganzen du? Content. Ja, na natürlich. Gut, weil sie die Serien kostenlos kriegen, wenn sie Disney Plus haben. Ne? Viele sagen halt, ich möchte mehr davon sehen. Ja? Wie sind denn alle gehypt, als dieser Hobbit, also als diese Herr der Ringe-Serie kam? Weil sie mehr Content für diese aus dieser Welt haben. Ja, dann es ist einfach, wir wollen doch mehr sehen. Du hast einen Kinofilm, denkst du, ach, ich möchte so gern mehr davon sehen. Ich will mehr davon sehen. Cool, es wird eine Serie gemacht, die im Anschluss spielt. Ja, geil, gucke ich an. Und genau so ist es doch. Früher war es umgekehrt, gab es geile Serien. Und da hat man ab und zu mal einen Film draus gemacht. Ja, aber heutzutage ist es halt andersrum. Ja, weil man einfach mehr von dieser Welt sehen möchte, in der dieser fiktive Charakter lebt, den man gern hat. Ja. Wobei natürlich dann, diese ganzen Streaming-Dienste, das habt ihr ja vielleicht auch gemerkt, die werden jetzt alle teurer, weil das Streaming, das kostet doch erheblich mehr, als eigentlich gedacht war und die Preise sind alle gestiegen und so. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob das auch noch die Richtung ist, in die großen Filmverleiher, Disney und so, ob die gehen wollen, weiter so viel neuen Original-Content für die Streaming-Dienste zu produzieren, weil ich glaube, das kostet die richtig Geld, wenn da so eine neue Serie startet und die ganze Welt streamt die. Das ist, glaube ich, mit dem bisschen, was wir da bezahlen, nicht mehr aufgefangen. Deswegen machen die es alle immer teurer. Hm. Naja, okay, machen wir, glaube ich, mal Spoiler-Ende, oder? Dann haben wir noch eine Serie hier. So, nur kurz, dass ich hier einen Blip habe. Also, was hast du? Class of 07. Genau. Das ist tatsächlich relativ schnell erklärt. Die Annemarie hat die mal erwähnt und ich habe dann gedacht, komm, guckst du die mal an. Die ist seit Ewigkeit im Dokument drin, die will keiner gucken. Ja, und ich habe dann gesehen, dass es ja auch noch eine australische Serie ist, also musste ich die unbedingt angucken. In Class of 07 ist es eigentlich relativ schnell erklärt, es geht um ein Klassentreffen. Eine reine Mädchen-Highschool hat ihr 10. Klassentreffen und während dieses Klassentreffens ergeht sich eine Flutwelle über die Erde. Quasi die Apokalypse findet statt. Und nur diese hochgelegene Mädchen-Highschool wird quasi davon nicht so krass tangiert, also geht nicht unter, weil sie eben hochgelegen ist.
Und diese Schüler, ehemaligen Schülerinnen, jungen Erwachsenen müssen jetzt irgendwie damit klarkommen, dass sie von der Außenwelt abgeschnitten sind und quasi jetzt auf einer Insel wohnen und auch noch miteinander wohnen. Denn so viele Mädchen auf einem Haufen, ihr könnt euch vorstellen, das gibt Chaos pur. Zudem sind sie von der Abwasserversorgung abgeschnitten. Es gibt keinen Strom, es gibt keinen Funk, es gibt kein Handynetz. Es ist einfach tot und sie befürchten vielleicht eine der, oder mit die letzten Menschen der Welt zu sein. Und das auf einem Schulgelände. Kannibalismus? Na, es wird drüber nachgedacht. Sagen wir mal so. Es wird drüber nachgedacht, aber es wird nicht nur, sag mal so, es wird auch mehr als drüber nachgedacht, aber es kommt nicht dazu. Vielleicht noch nicht, sagen wir mal so. Und nun gut, es kommt halt, wie es kommen muss. Sie müssen irgendwie versuchen, sich zu koordinieren, sich zu organisieren, um irgendwie zu überleben und Essen anzubauen. Und sie kommen auf die kreativsten Ideen. Ja, es ist sehr abstrus, es ist sehr witzig und es ist sehr australisch, was mir sehr gefallen hat. Und ich gebe für die Serie tatsächlich beide Daumen hoch, weil mir hat es wirklich Spaß gemacht. Und es wurde eine zweite Staffel bestätigt. Die heißt dann Class of 09, oder? Nee, Class of 09 ist komplett was anderes. Ach so. Soweit ich weiß, Leute, ist Class of 09 eine komplett andere Serie. Ich weiß nicht, ob die auch in diesem Weltuntergangsszenario dann spielt, aber ich guck mal ganz kurz. Ich weiß nämlich nicht, warum Annemarie unbedingt warten will, bis die auch verfügbar ist, dass ihr die zusammen gucken könnt. Miniserie Class spielt in einer nahen Zukunft, in der das US-amerikanische Justizministerium durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz jetzt hört der Kurztext auf. Ist ja egal. Es hat nichts damit zu tun. Okay. Also, Class of 09 und Class of 07 haben nichts miteinander zu tun. Okay, also Empfehlung von dir. Dann müssen wir es vielleicht doch mal reinschieben ins Dokument bei Fortsetzung folgt. Klingt ja doch ganz ansprechend. Okay, eine kurze Empfehlung habe ich noch, eine Doku auf Netflix, die heißt Unbekannt, die kosmische Zeitmaschine. Ich mag ja alles, was so mit Raumfahrt und so zu tun hat, und es ist eine ganz neue Doku über das James-Webb-Teleskop, wie das damals gebaut wurde, was das für ein Riesenprojekt war, was es für Schwierigkeiten gab. Ist nur quasi ein Film, geht eine Stunde, aber sehr interessant und gut gemacht, wirklich empfehlenswert. Unbekannt, die kosmische Zeitmaschine, okay. Empfehlung von mir. Dann habe ich noch eine App-Empfehlung hier so im allgemeinen Bereich. Die nennt sich RunPee. Und wie man sich vielleicht schon von dem Namen her herleiten kann, man kann auch mal eingeben bei Google RunPee, kommt man bei runpee.com raus. Und in dieser App sind alle aktuellen Filme schon verzeichnet, die es da so gibt. Und die App empfiehlt einen, wann eine gute Zeit ist, mal auf Toilette zu gehen. Wenn man gerade im Kino ist und guckt jetzt Oppenheimer und denkt, drei Stunden, jetzt habe ich hier gerade die Cola am Anfang schon getrunken oder wie heißt das, was ich da in Innenstadtkinos hatte, was so lecker geschmeckt hat, was ich gleich vor dem Film ausgetrunken habe. Wenn man denkt so, wann ist jetzt eine gute Zeit, wann ist jetzt die Handlung nicht so wichtig gerade, dann empfiehlt einen die App wirklich zeitgenau so, jetzt kannst du gehen, kann man sich installieren. Das ist eine kostenlose App. Never again sit through a movie wondering, can I go now? Well, let you know. We let you know when it's safe to run and pee. Deswegen vielleicht für alle Kinogänger mal die Empfehlung, Run Pee, die App. Run PP. Ich werde sie mal testen, wenn wir jetzt in der Sneak sind. Und dann gebe ich mal den Sneak-Film ein, den wir da haben. Mal gucken, ob der schon drin ist. Und mal gucken, wann eine gute Zeit wäre. Dann achten wir mal auf die Szene. Ob das dann wirklich gerade passt. Wahrscheinlich bei Gran Turismo, dann sagt er, ja, du kannst quasi nach der Anfangsschrift bis zum Ende, kannst du eigentlich jederzeit gehen oder so. Mal schauen. Jetzt haben wir noch ein paar Musiktipps für euch da draußen. Music. Die kommen auf unsere Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify, die ihr gerne abonnieren dürft. Ein alter Freund von mir, der hat mir was empfohlen, der war gestern auf so einem kleinen Festival und da hat eine Band gespielt und da hat er mir ein paar Links geschickt, klang ganz geil, eine bulgarische Elektro-Folk-Elektro-Kombo, klang sehr weird, aber die Musik geht ziemlich nach vorne los, da empfehle ich mal Tofu mit Petite Fleur. Chris? Ja.
Ich habe von Holding Absence Gravity. Ich hoffe, den habe ich noch nicht drauf. Kann ich ja gleich mal gucken. Und Kate, was gibt's bei dir? Ich habe einen wunderbaren Cover-Song von Fall Out Boy. Und zwar haben die ein Cover von Billy Joel's Song We Didn't Start the Fire gemacht. Allerdings mit neuen newsworthy Items from 1989 to 2023. Das heißt, mit der gleiche Song, aber mit anderen Ereignissen aus der Weltgeschichte. Das kommt mir bekannt vor, Chris. Hattest du das nicht letztens? Nee. Also ich habe geguckt, auf der Liste ist es noch nicht drauf. Ich habe gesagt, ich mache es nicht für Kate. Ach, so war es gewesen. Ja, okay. Ja, so, nee, sind alle drauf, hat alles gepasst. Auf der Liste Kinocast Songs auf Spotify, die ihr gerne, da wird schon umgeräumt hier. Kinocast. Wird schon umgeräumt. Alles klar, dann, ja, vielleicht morgen im Kino, mal gucken. Alla hopp. Was? Alla hopp? Alla hopp, morgen im Kino, alla hopp. Inshallah. Okay, bis dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis dann, ciao. Bis bald im Kinocast.